Nur zwei Tage nach dem heiß umkämpften Punkt gegen die SG Flensburg-Handewitt fand am Freitag, den 24. März, der Tag des Handballs im Börlepark Magdeburg statt. Die Spieler des SC Magdeburg wechselten die Bälle gegen Stifte aus und gaben zahlreiche Autogramme. Aber nicht nur die Autogrammwünsche standen im Fokus, sondern auch die Frage, schafft es der SCM nach 10 Jahren wieder, den EHF-Pokal zu gewinnen? Bis die Frage beantwortet werden kann, stehen noch ein paar Hürden vor den Elbestädtern. Um sicher ins Viertelfinale einziehen zu können, muss der SCM am Samstag bei seinem letzten Gruppenheimspiel gegen die Konkurrenten aus Kolding gewinnen. KIF Kolding scheint ein besonderer Gegner für die Magdeburger zu werden. Gegen Kolding bestritten sie am 11. Februar ihr erstes Gruppenspiel in der EHF-Saison 2016-2017. Vor knapp 7 Wochen reichte es in Dänemark für ein Unentschieden, 23:23. Viel Zeit ist seither vergangen. Der SCM legte eine kleine Siegesserie hin und ist seit Dezember ungeschlagen. KIF Kolding dagegen hat eine Achterbahnfahrt aus Siegen und Niederlagen hinter sich. Dazu kommen noch interne Finanzprobleme. Das Hinspiel in Kolding war ein erwartet schweres Spiel. Auch jetzt erwartet den SCM ein Kampf um 2 wichtige Punkte in der Gruppe C. Bei Kolding denke ich schon, es ist eine gewisse Unsicherheit, die herrscht, wie man Kolding einschätzen muss. Ich halte das eher als gefährlich, wenn eine Mannschaft Finanzprobleme hat, ein paar Spiele verloren hat, die sie vielleicht nicht verlieren müsste, einen Spieler verloren hat, der nach Barcelona gegangen ist, weil er sein Geld nicht bekommen hat. Ja, das sind Unkonstanzen. Ich habe lieber Konstanzen, um Gegner ordentlich einschätzen zu können. Keiner von uns weiß, was uns da morgen so richtig erwartet. Ich sehe da eher eine Gefährlichkeit drin. Also wir müssen hoch aufmerksam sein, dolle fokussiert sein und wieder an 100% unserer Leistungsfähigkeit kommen, um dieses Spiel erfolgreich zu gestalten. Ein weiterer wichtiger Faktor wird die gut gefüllte GTEC Arena werden. Damit mehr SCM-Fans ihre Jungs lautstark anfeuern und ins Viertelfinale peitschen können, wurden 200 Freikarten für das Spiel verlost. Nicht nur die Fans sind heiß auf einen Sieg, sondern auch Christian O'Sullivan. Der 25-jährige Norweger verlängert seinen Vertrag bis 2020. Damit bleibt er ein wichtiger Bestandteil im Team für die nächsten Jahre. Ja, die Zukunft sieht gut aus, glaube ich. Sullivan, zentraler Baustein unserer Kaderplanung für die nächsten Jahre. Da gehören noch andere Spieler dazu. Wir sind gerade in Gesprächen. Ihr könnt uns einfach glauben, dass wir täglich daran arbeiten, diesen Verein zu versuchen, besser zu machen. 3 mehr Saisonen her und ich möchte gerne weiter mit dieser Mannschaft spielen und wir haben ein großes Potenzial und hoffentlich können wir besser und besser bleiben. Mit der norwegischen Nationalmannschaft wurde er in diesem Jahr Vize-Weltmeister. Schnell soll auch ein Titel mit dem SC Magdeburg folgen. Dass er dafür alles gibt, zeigt er mit seinen starken Leistungen in jedem Spiel. Der Einzug ins EHF-Pokal-Viertelfinale soll dabei nur ein erster Schritt sein. Ich möchte gerne Champions League noch mal spielen und dann glaube ich, das ist Top 3 in der Bundesliga und das ist schwer, aber ja, wir haben die Potenzial, aber wir müssen stabiler bleiben. Falls die Grün-Roten am Samstag gegen KIF Kolding unentschieden spielen oder sogar verlieren, gibt es immer noch die Chance, am 1. April in Győr gegen Tatabánya ins Viertelfinale einzuziehen. Auf den SCM warten also noch 2 hitzige Partien, bevor der Traum vom EHF-Pokal weitergehen kann.